Leute, wir befinden uns gerade in einem extremen Sturm hier, auch für unsere Asset-Klassen, denn wir haben gestern einen extremen Abverkauf vom Bitcoin-Kurs gesehen und dieser macht uns zunehmend kritisch, eine fettere Erholung für den Bitcoin-Kurs, aber auch für den gesamten Kryptomarkt zu haben, und es wird zunehmend kritischer, und ich möchte euch heute im Video sagen, warum das passiert ist und natürlich, was wir als nächstes auch für den Bitcoin-Kurs erwarten können. Davor möchte ich euch natürlich nochmal für euren Support danken, dass ihr die Videos so krass geliked habt, dass wir so viele Abonnenten nochmal dazu gegaint haben in letzter Zeit, und ich möchte natürlich auch noch an euch appellieren, dass ihr diesem Video 40 Likes da lasst. Ihr habt in den letzten Videos extrem gerne Likes da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns auch bald aus dem gewohnten Content-Format, aus der gewohnten Qualität wieder und können diese dann wieder für euch leisten. Also Leute, lasst uns gerne ein Abonnement da, aktiviert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Wir laden Daily-Content hoch und supportet uns auf jeden Fall weiter, denn es gefällt uns natürlich auch sehr, sehr, eure positiven Kommentare in den Kommentaren zu lesen. Und ich würde sagen, wir springen hier auch mal direkt in den Bitcoin-Chart, um uns da. Und zwar, was haben wir hier gestern gesehen? Wir wollen hier erstmal in dem Weekly Chart anschauen. Im Weekly Chart haben wir gestern, beziehungsweise haben wir jetzt insgesamt einen extremen Abverkauf gesehen. Und das zwar über, beziehungsweise hier enorm unter unserem, dieser temporären Trendlinie hier, sage ich jetzt mal, aber über unserem All-Time-High von 2018. Und was können wir jetzt weekly-technisch hier erwarten? Weekly-technisch, Leute, sieht das hier natürlich ganz danach aus, als würden wir hier nochmal auf das All-Time-High von 2018 zurückfallen, denn wir sind hier einfach durch diesen Trend-Support hier, den wir von unserem Uptrend, von unserer temporären Bitcoin-Erholung, sage ich jetzt einfach mal, gebrochen haben, durchgefallen. Und dementsprechend wird es zunehmend wahrscheinlicher, dass wir hier nochmal auf das All-Time-High von 2018 fallen, beziehungsweise vielleicht sogar niedriger. Das hängt vielleicht damit zusammen, was ich euch gleich in den News sagen werde. Aber Leute, ihr kennt es ja auf jeden Fall, es wird zunehmend wahrscheinlicher, dass wir ein Weekly Close hier sogar unter unserem Fibonacci-Retracement hier Level hier bei 20.300 US-Dollar haben werden und somit weiterfallen werden, mindestens auf das All-Time-High von 2018. Wenn wir uns das Ganze hier nochmal in einem kleineren Timeframe anschauen, dann können wir auch erkennen, dass wir auf dem Daily-Chart ebenfalls durch diesen Support durchgefallen sind. Ist ja auch klar, haben wir auch gerade auf dem Weekly gesehen, aber die momentane Daily Candle sieht ebenfalls negativ aus, denn diese sieht danach aus, als würden wir einfach nur einen Short Bounce haben, können die Linie nicht nach oben hin durchbrechen und werden weiter nach unten fallen. Das heißt, auch auf dem Daily Chart haben wir ja einen Indikator, der dafür spricht, dass wir hier das All-Time High von 2018 bei 19.000 US-Dollar nochmal antesten werden. RSI-technisch sind wir auch wieder einigermaßen niedrig, jedoch sind wir auf dem Daily Chart RSI-technisch natürlich noch am höchsten. Auf dem Weekly Chart würde es eher danach aussehen, dass wir hier einen Boden gefunden haben, sage ich jetzt mal. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, Leute, liegt das natürlich auch nochmal an gesamtwirtschaftlichen News, die das Ganze auch nochmal deutlich stärker beeinflussen können als ein Chartindikator. Wenn wir jetzt nochmal weitergehen in den Hourly Chart, dann können wir hier im Hourly Chart erkennen, dass wir ja hier diese Bear Flag hatten, die wir in den letzten Videos gezeigt haben, mit einem Breakout-Target bei ungefähr 18.000 US-Dollar, glaube ich, hatte euch Timo zumindest in den letzten Videos gesagt. Und diese Bear Flag ist auch perfekt nach unten hin ausgebrochen. Wir haben ein fettes Breakout gesehen. Und wie ihr hier sehen könnt, Leute, ich hoffe, man kann das gut erkennen, haben wir auch hier auf dem Hourly Chart keinen großen Support mehr, beziehungsweise gar keinen Support mehr zwischen dem momentanen Bitcoin-Preis und unserem All-Time-High von 2018. Dementsprechend können wir auf jedem Timeframe, auf dem wichtigen Timeframe, dem Weekly Timeframe, dem Long Timeframe, sage ich jetzt einfach mal, dem Mid Timeframe, dem Daily Timeframe und dem Hourly Timeframe, also unserem Short Term Timeframe, sage ich jetzt mal, erkennen, dass wir hier auf jeden Fall nochmal auf das All-Time-High von 2018 fallen könnten, beziehungsweise vielleicht sogar weiterfallen könnten. So Leute, jetzt wollen wir uns natürlich nochmal anschauen, was das Ganze gestern auf sich hatte und warum wir hier extrem stark nach unten hin ausgebrochen sind aus dieser Bear Flag. Und ich würde sagen, wir springen hier direkt mal in die News. Und zwar hatten wir gestern, ich denke, die meisten von euch oder einige von euch haben es schon mitbekommen, eine Ankündigung von der Fed, vom Fed-Präsidenten Jerome Powell, der gesagt hat, dass wir hier noch weitere Zinserhöhungen sehen werden. Und zwar, wie groß werden diese Zinserhöhungen sein? Wir haben hier, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, ich habe hier leider keinen Cursor, wie Timo das immer in den News-Videos hat, denn wir sind ja hier gerade am Handy, aber es wird bald wieder zur gewohnten Qualität zurückkommen. Also Leute, wir sehen hier im ersten Satz, die Fed will die Zinsen noch auf 3 bis 3,5% anheben und das dieses Jahr. Das bedeutet, wir können mit einer Erhöhung von fast 1% ab jetzt bis zum Ende des Jahres immer noch rechnen und das ist natürlich extrem negativ für alle Asset-Klassen, für die Kryptowährungen und natürlich auch für den Bitcoin-Preis. Dementsprechend, Leute, behaltet das hier auf jeden Fall im Auge, denn wir hatten ja auch schon letzte Fed-Zinsankündigung, die extrem negativ für den Bitcoin-Kurs ausgefallen sind, beziehungsweise hatten wir, glaube ich, eine, die einigermaßen positiv ausgefallen ist, aber auch nur, weil dort die Zinsen nicht so hoch gehoben wurden wie erwartet. Und diese Ankündigung gibt uns natürlich nochmal einen enormen Dämpfer, wenn die sagen, dass sie die Zinsen dieses Jahr noch um bis zu 1% erhöhen werden.
Also Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch schnell nochmal etwas Content liefern. Es wird bald wieder das gewohnte Format kommen in der gewohnten Qualität. Dementsprechend würde ich einfach sagen, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abonnement da, abonniert gerne diesen Kanal, wie gesagt, und aktiviert die kleine Glocke. Wir lassen jeden Tag Videos für euch kommen. Wir produzieren jeden Tag Content, damit ihr immer up to date seid. Und dementsprechend bedanken wir uns natürlich auch für euren Support. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu einem Video morgen oder übermorgen in alter Frische wieder. Dementsprechend, Leute, haut rein, bis dann und ciao.